So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video wollen wir zusammen uns den NIO Kakui 2 ansehen. Das ist quasi das direkte Konkurrenzmodell zum Xiaomi Pro 2. Denn preislich liegt er genau in der Klasse. Reichweite ein bisschen drunter wahrscheinlich. Er hat nur 365 Wattstunden. Der Pro 2 hat ein bisschen mehr, der liegt bei etwas über 400, 420, 430, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall hat er 12,4 Amperestunden bei 36 Volt. Und heute möchte ich mir einfach mal die Kiste mit euch ansehen. Eigentlich hatte ich einen weißen bestellt. Normalerweise müsste das jetzt hier ein grauer sein, denn NIO hatte keinen weißen mehr für mich da. Und hat dann gefragt, ob ich auch hiermit einverstanden wäre. Und das war ich, denn ich wollte die Kiste gerne noch vom Urlaub haben. Ja, dann schauen wir zusammen jetzt mal hier rein. Natürlich habe ich mein Messer vergessen. Was natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zum Xiaomi Pro 2 ist, wir haben hier 10 Zoll Luftbereifung statt 8,5 Zoll. Leider ist das Fahrzeuggewicht auch wesentlich höher wie beim Xiaomi Pro 2. So, also das Ganze kommt safe verpackt. Direkt oben drauf finden wir auch die ABE, die wir brauchen, um unser Kennzeichen anzumelden. Hier ist eine Leermasse von 18 Kilo angegeben und eine Gesamtmasse von 120 Kilo. Also sprich, wir könnten hier 102 Kilo zuladen. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. So, hier direkt die Lenkeinheit. So, hier das schöne große Halo-Licht. Der Ring wird wahrscheinlich wieder aus sein, wie beim 3er auch. Aber das Licht ist mega hell. Das hat mich schon damals extrem beim Kakui 3 oder Cookie 3, wie auch immer ihr ihn bezeichnen wollt, erfreut. Das war bis dato das beste Licht, was ich bis jetzt bei einem E-Scooter hatte. So, ein Kabel müssen wir hier verbinden. Dann stopfen wir das Ganze hier rein. Also hier, das hier ist wirklich auf letzte Rille gemacht, muss ich sagen. Also das passt ja wirklich hier haargenau. So. So. Alles mit Styropor. Da würde so manch anderer YouTuber wieder weinen. Aber mir persönlich ist es lieber. Mein Scooter kommt heile und unzerkratzt an einem Stück an, anstatt total zerkratzt oder kaputt. Da nehme ich persönlich ein bisschen mehr Styropor gerne in Kauf. So, dann muss ich jetzt mal rum. Und stellen das Ganze hier schön neben uns. So, also hier nochmal das Grip Tape, was ihr noch gratis mit dabei habt. Finde ich sehr, sehr cool. Ladebuchse. Sehr, sehr schön gelöst. Lässt sich richtig easy peasy hier reinwursteln. So, dann freuen wir den Guten mal von dem Rest hier. Heck macht auch einen guten Eindruck. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier auch wieder ein Bremslicht hinten haben.
So. Und zum guten Schluss. Da ist er, unser Prachtstück. Dann schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was noch in der Toolbox sich befindet. Also hier haben wir auf jeden Fall ein sehr schönes, kleines Ladekabel. Wow, das aber nur mit 1,3 Watt Output die Kiste hier lädt. Das heißt, wir haben hier, boah, jetzt muss ich mal rechnen, 2,6, also 6 Stunden Ladezeit ungefähr. 7 Stunden Ladezeit von 0 auf 100. Das finde ich schon echt krass. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also, ich bin ja eher der Freund von schnelleren Ladekabeln statt langsameren. So, der zweite Teil unseres Netzteils, das werden wir wohl wahrscheinlich auch gleich brauchen, um das Gerät dann erstes Mal anzuschalten, denn das hat eine elektronische Sicherung. Jawohl, wir müssen erst einmal an den Strom steckern, damit wir das Gerät starten können. Und dann wird auch hier das so sein, ihr Lieben, dass ihr erstmal 500 Meter in diesem E-Safe-Mode fahren müsst, bevor der Scooter dann irgendwann piept. Also ihr müsst das Ganze mit der App verbinden und dann das Tutorial durchfahren und dann müsst ihr 500 Meter im E-Safe-Modus fahren, bevor ihr dann irgendwann die Modis über den Button, den ihr oben habt, umstellen könnt. Ventilverlängerung, ganz klar, ich empfehle immer noch den Xiaomi-Kompressor, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das Teil ist einfach top. Und damit hat man immer und optimal und schnell die richtige Anzahl Bar oder wie auch immer den richtigen Druck auf den Reifen. So, dann werde ich jetzt mal gerade hier noch die Schräubchen anbringen. Dafür klappe ich das Ganze mal kurz hoch. Das geht dann wesentlich besser. Das Ganze für euch im Schnelldurchlauf, bevor wir uns dann noch zum guten Schluss einmal zusammen die kompletten technischen Daten ansehen. So, einmal fertig und das Ganze war gar nicht so schwer, nur die 6 Schräubchen rein und dann fertig. Jetzt möchte ich euch aber einmal ganz kurz die kompletten technischen Daten erzählen. Also, der Roller ist IP54 zertifiziert, das heißt leichten Regenfahrten steht absolut nichts im Wege. Ne? Meine Empfehlung ist, wenn ihr nach Hause kommt, den Scooter irgendwo in der Ecke stellen, abtropfen lassen und erst ein bisschen später dann ans Ladegerät anschließen. Ja, ich habe bis jetzt bei Tausenden von Kilometern und das auch im nassen oder strömenden Regen, strömenden Regen, noch Knieprobleme mit einer Zertifizierung von 54 gehabt. Ja, der Ladeport ist mega safe und wasserdicht. Schönes Grip-Tape. Welches gefällt euch besser? Wartet mal, ich drehe den Roller mal. So. Das klassische Schwarz oder doch eher weiß mit den Farben? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren, was euch da eher gefällt. Ob ihr eher farbenfroh seid oder Black is beautiful. Also Zertifizierung. Zuladung hatten wir eben schon. Sind also 102 Kilo. Geworben wird mit 100 Kilo. Das finde ich ein bisschen schade. Ist ein schöner Scooter und auch sehr, sehr massiv. Alles hier so aus einem Guss, ein Rahmen. Ne, ist zwar eine Plastikverkleidung, aber
Ich denke, eigentlich würde der auch mehr aushalten. Jo, Kabelführung sieht sehr gut aus hier. Schön nochmal, damit das Ganze nicht kaputt reibt. Gefällt mir gut. Klappmechanismus ist basic. 10 Zoll große Tubeless-Reifen. Vorne und hinten. Gefällt mir auch sehr gut. Extrem helles Licht. Zeige ich euch im Testvideo auch wieder eine Aufnahme. Das ist richtig mega geil. Vermutlich Bremslicht werden wir beim Test sehen. Zeige kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus. Wenn wir gerade hier hinten sind, Motor, 300 Watt Nennleistung, 600 Watt Spitze, Steigfähigkeit bis 15% gibt der Hersteller an. Ja, bei 80 Kilo könnte das gut realistisch sein. Also ich denke, dass ich hiermit noch so 10 km/h, meine 10% hochkomme. Aktuell bei 88 Kilo. Ich muss unbedingt mal wieder was abspecken. Was gibt es sonst noch Interessantes zu sagen? Mir fällt nichts ein. Fällt euch noch was ein? Dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Dann gehen wir darauf noch ein. Und ansonsten gucke ich mal gerade in mein Handy. Ja, ab 14 Jahre, 10 Zoll hatten wir, ganz, ganz tolles Licht. Der Motor rekuperiert, das war mir aber klar. Achso, ja, wir haben hier ein 48 Volt System mit 7,8 Amperestunden. Ja, daher 365 Wattstunden. Reichweite laut Hersteller 40 Kilometer, glaube ich aber nicht dran. Ich denke, das liegt eher so bei mir hier, meiner Gegend, 25. Ne, wenn ich eine flache Tour fahre, vielleicht auch 30, aber dann war es das. Ne, umso flacher ihr es habt, umso leichter ihr seid, umso weiter kommt ihr. Ich gehe mal von mir aus, für mich, meine realen Reichweiten. Sonst noch was. Ja, Maximalleistung 600 Watt bis 15%. Drei Fahrmodis, E-Safe, Fußgängermodus und den Sportmodus. Und ihr könnt über die App noch Benutzer definiert machen, halte ich aber total für total uninteressant. Ansonsten gibt es ein paar Spielereien mit Bluetooth und mit der App. Da könnt ihr mal schön reinschauen, wenn ihr das Teil habt. Ich werde es beim Test vielleicht bei der Steigfähigkeit anzeigen, die App. Aber ansonsten gehe ich nicht weiter auf die App ein, denn die ist eigentlich unspektakulär. Ein bisschen enttäuscht, kann ich jetzt schon sagen, bin ich auf jeden Fall vom Ladekabel mit 1,3 Output. Wow, das ist richtig mies. Wenn wenigstens 2er wäre, dann wäre die Kiste wenigstens in 4 Stunden voll. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann ab da mit unten in die Kommentare, ich beantworte euch die gerne. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich testen soll, dann auch damit ab in die Kommentare. Und ansonsten einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um den Test nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.